Und wann ist denn da eine Schöne gestorben bei euch vom Militär? Im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg? Im Ersten Weltkrieg. Was ist das für eine Schöne? Von Schultes von Zürich. Ein Jung? Ja, der ist gestorben an dieser furchtbaren Grippe. Weißt du? Mhm. Da kam er vom Dienst und hat natürlich Fieber gehabt. Und da ist man mit ihm auf und hat er sein Zimmer hatte, das Nummer 32. Und dann habe ich ihm einen ganzen Hafen voll Tee verbracht. Und dann ist man wieder oben schauen. Manchmal hat er etwas wollen und manchmal auch nichts. Und da hat man nie keine Ärzte und nichts gefunden. Es war mühsam, bis du einen Arzt gefunden hast. Während dieser Grippe. Aber du hast doch eigentlich vom Militär so bekommen, einen Arzt. Ja, das weiß ich halt nicht, gell? Das weiß ich nicht. Und das ist der, wie lange ist der krank gewesen bei euch? Ja, der ist nicht eine Woche krank. Der ist gestorben? Der ist am Samstag heimgekommen. Und nachher hat man doch da noch den Doktor Rum hat man noch erwischt und auch noch da der Doktor, auch Doktor Banger, die sind da auch noch gekommen. Und da hat man auch eben müssen schauen, im Mittelgang und so. Und der hat eine Schwester, der hat einen Bruder gehabt in Zürich, der auch Arzt war, und hat eine Schwester gehabt, auch in Zürich. Und die Schwester ist hergekommen. Und ist eben auch zu dem Bruder schauen. Und warte, ich glaube, am Donnerstag, er ist am Samstag heimgekommen, ich glaube am Donnerstag oder von der Nacht, vom Donnerstag auf den Freitag ist er gestorben. Und dann habe ich ihm aber noch eine Blumen verbracht, den hing er am Bielerhof, dort, wo früher der Bottei war und jetzt ist ja dort so eine Schalenfabrik. Dort hier war ein grosser Garten und dort hat man so ein bisschen Gemüse gepflanzt und so Bäterling und so Zeug. Und dort hat es so noch Blumen gehabt, da bin ich aber dort gekommen, ein paar Blumen reichen und dann habe ich ihm noch ein paar Blumen aufgebracht. Und als er gestorben ist, hat ihm die Schwester noch die letzten Blumen, die ich ihm gegeben habe, hat sie in ihm neue Sarg hineingetan und dann ist sie mir geholt. Er will jetzt noch Abschied nehmen von ihrem Bruder und da bin ich noch rauf. Ich bin noch Abschied nehmen und da habe ich eben gesehen, dass sie in ihm noch die Blümchen hat in die Sarg hineingetan. Und der Sarg ist nachher am Samstag am Morgen, um 11 Uhr, ist der nach Zürich und die Schwester und ihr Bruder, der Doktor, die sind ja mit dem Zug nach Zürich. Ja. Und so das schlimm jetzt bei uns? Sind auch viele gestorben? Ja, da sind ja mächtig viele Leute gestorben. Da sind ja alle Schulhäuser sind doch voll besetzt vom Militär. Und da sind Eltern gekommen in Bielerhof, wo ihre Söhne, die im Militärdienst waren, wo irgendwo in einer Schule waren. Ja. Und dann haben die Frauen da von Biel, die sind dort in die Schulhäuser gegangen und haben geholfen pflegen, haben den armen, kranken Soldaten sie Tee gemacht und dieses und jenes. Aber es sind ja nicht nur Soldaten krank geworden, oder? Ja, natürlich, es sind ja viele private Leute gestorben, zum Beispiel Frau Jorti Fellmann, Frau Jorti, die heute Herr Fellmann, vom Jorti kocht. Eben der junge Herr Jörg ist an dem gestorben. Und dem Schenk hier, dem grossen Schenk. Dem, sein Vater, der ist auch an dem gestorben. Und ist sehr jung gewesen. Und der ganze Anfangs, wenn sie den Alben so einen Sarg auf den Bahnhof gebracht haben, dort die Soldaten, dann sind sie gekommen und haben noch drummelt, der Chopin. Masche. Aber nachher ist es doch verboten worden. Weil die Zöhe haben sie drum. Ja, ja. Ja, und gell, das war traurig gewesen.